Mir jetzt gerade wieder hier im Wohnzimmer gemütlich gemacht und ich werde mir auch gleich noch ein Stück Kuchen gönnen, denn ich bin so stolz auf mich und ich habe heute auch schon relativ früh Mittag gegessen und nur so ein Fertiggericht mit Linsen und Spätzle, und in diesen Fertiggerichten ist halt immer relativ wenig drin, finde ich auf jeden Fall. Deswegen war ich noch ein Stück Kuchen holen auf dem Rückweg von einem erfolgreichen Termin, und zwar habe ich nämlich einen Vorsatz von mir umgesetzt und der lautet: Ich will nicht nett sein, sondern ich will ich sein. Und ich möchte meine Ziele verfolgen und trotzdem nicht unhöflich sein. Der klingt noch nicht so gut, der Vorsatz, aber es geht darum, dass ich einfach, und ich glaube, das ist ein Problem von vielen Frauen, dass wir versuchen, dass man uns mag. Also man versucht nett zu sein und meistens, ja, ist man dann selber die Gelackmeierte sozusagen. Also man versucht es anderen recht zu machen und hat am Ende dann nicht, was man möchte, hat wieder einen Kompromiss, hat sich wieder zu irgendwas überreden lassen, und da bin ich auch so ein Kandidat. Nicht in jedem Bereich, also in manchen Dingen, wie zum Beispiel bei Kooperationen mit Firmen, da bin ich total so, das und das, so sieht's aus, anders mache ich keine Kooperation. Aber in vielen Bereichen des Lebens bin ich halt nicht so selbstsicher, und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man sich auf Termine vorbereitet, zum Beispiel auch bei Gehaltsverhandlungen oder sowas. Wenn man unvorbereitet in so ein Gespräch reingeht, egal was es ist, machen es halt dann doch die Formulierung, die Haltung, und ja, deswegen habe ich mir vorgenommen, mir selbst sozusagen den Rücken zu stärken. Bevor ich auch da rein bin, habe ich nochmal gesagt: Sissy, du willst das und das, nimm dir das und das. Und worum ging es jetzt eigentlich? Also ihr wisst ja, ich war bei der Osteopathie wegen meinem Kiefer. Und ich bin da auch nur hin und wollte es behandelt haben und wollte da raus. Und ich bin nicht interessiert an dauerhaften Therapien oder sowas. Ist für mich einfach kein Zustand. Ich finde es auch total unpraktisch, da dauernd hinzugehen und immer diese festen Termine. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat mir anfangs sehr geholfen. Also die ersten 3 Termine, da ging es mir richtig schlecht danach, weil mein Körper so heftig gearbeitet hat. Und dann hatten wir das mit dem Kiefer im Griff. Und jetzt die letzten 3 Termine, also über die letzten 2 Monate oder so, habe ich halt überhaupt keinen Effekt mehr gemerkt oder irgendwas. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum zahle ich da noch Geld dafür? Warum habe ich da Termine? Warum verliere ich Zeit? Muss da immer hin? Und dann noch mit Luca. Und wenn es jetzt dann noch regnet, dann muss ich auch hinlaufen. Und ne, warum mache ich das nochmal? Weil ich nicht Nein sagen kann. Weil ich habe schon mal vor 2 Monaten angesprochen, dass ich gerne die Therapie beenden würde, und das ist eben genau das Problem der Formulierung, weil dann war die Frage, ja, warum möchten Sie das denn? Und dann habe ich halt ein paar Sachen gesagt, wie zum Beispiel Geld und auch Zeit, und dann war halt Ihr Ansatz, ja, dann machen wir einfach größere Abstände, und dann ist es eben ja weniger Ausgaben pro Monat und auch weniger Zeit. Und das war halt so ein, scheiße, was sage ich denn jetzt, außer okay. Und heute bin ich halt hin und habe mir konkret überlegt, was ich sagen werde, und war dadurch auch viel sicherer, war total höflich und freundlich und habe halt einfach ihr gesagt, ich habe beschlossen, die Therapie heute zu beenden, und ich möchte heute auch nicht behandelt werden. Und ich kann aber verstehen, wenn ich den Beitrag für heute zahlen muss für den Termin, weil sie haben sich den Termin ja freigehalten. Es ist jetzt auch sehr kurzfristig, dass ich das jetzt nicht wahrnehmen möchte. Und ich habe mir das halt auch wirklich erst gestern so richtig überlegt, das jetzt durchzuziehen. Sonst hätte ich ja schon letzte Woche abgesagt. Und da ich so offen und ehrlich war und so direkt und, wie soll ich sagen, nicht lang einen heißen Brei und hat sie am Ende gesagt, sie schenken uns den Termin heute und ich musste jetzt gar nichts zahlen. Und das ist so ein gutes Gefühl gewesen, irgendwie, es war so erleichternd. Ich glaube, wir Frauen vor allen Dingen, wir dürfen nicht so viel um heißen Brei reden, sondern konkret kommunizieren, so sieht's aus. Und da ist halt eben die Wortwahl extrem wichtig, nicht mit ich würde gerne, ich möchte, scheiße, ich habe beschlossen, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und das impliziert automatisch, dass die feststeht. Da fragt dann auch niemand, warum. Und da in der Nähe gibt es dann auch noch ein Babygeschäft. Das hat lauter Natursachen für Babys von den Materialien her.
Und da habe ich jetzt endlich so einen Walkanzug für Luca gekauft und ich habe ihm noch ein neues Spielzeug geholt. Das ist so ein Gummiband, das kann ich ihm später auch ans Bein zum Beispiel dran machen. Mit lauter bunten Bällen und das Holzbällen und wieder natürliche Farbe. Und er durfte sich die Farben auch aussuchen, weil es gab auch so pastellige. Aber das hier hat ihn logischerweise mit den knalligen Farben mehr angesprochen. Aber jetzt hat er sich gerade wieder seinen Urball geholt. Den habe ich ihm jetzt wieder gegeben und es ist kein Wut- und Frustball mehr. Also dieser Ball mit den Löchern. Denn mittlerweile kommt er damit sehr gut klar, koordinativ. Außerdem war das heute auch wirklich eine sehr harte Nacht, obwohl gar nichts Spezielles war oder so jetzt an und für sich. Aber ich kam einfach nicht in den Schlaf gestern Abend. Ich war so aufgedreht, so motiviert und habe dann erst, also ich bin erst so nach 10 ins Bett gekommen und um 11 ungefähr habe ich geschlafen. Also Luca kam dann noch mit einem Fläschchen, dann war irgendwie kurz nach 11 und dann habe ich geschlafen bis 1.15 Uhr oder so und dann war ich wach. Bis jetzt sozusagen. Also ich habe mich dann zwischenzeitlich noch mal ein bisschen hingelegt mit Luca, auch in unser Bett, damit ich einfach nicht dauernd aufstehen muss und ihm das Kuscheltier oder sowas reichen muss. So hat er dann noch mal 1-2 Stunden geschlafen. Ich nicht. Es war einfach viel zu unbequem. Vor allen Dingen weiß ich nie, wenn ich so seitlich liege, wohin mit meinem Arm, mit dem oberen Arm. Also, weil um ihn legen geht in vielen Positionen nicht. Auf ihn drauflegen geht nicht. Auf die Seite legen. Also, es ist, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Meine Augen tun weh. Alles irgendwie ist so, wie wenn man eine Nacht gesoffen hätte. Es fühlt sich alles so trocken an. Apropos, ich sollte auf jeden Fall jetzt was trinken. Und ich habe mir was überlegt. Und zwar möchte ich jetzt doch die Videofragen wieder hier ins Leben rufen. Ich hatte das ja vor einigen Vlogs mal überlegt und hatte aber das Konzept noch nicht so richtig durchdacht. Und zwar soll es darum gehen, dass ich noch eine konkrete Frage immer aus den letzten Vlogs in dem nächsten Vlog quasi beantworte. Und ich habe mir immer gedacht, wie kriege ich das jetzt schön integriert und cool integriert. Und das hat mich schon wieder so gestresst, dass ich dachte, ah, ich lasse das jetzt erstmal. Deswegen werde ich es jetzt so lösen, dass ich immer am Ende vom Vlog dann eine oder zwei, vielleicht auch mal drei Videofragen beantworte und eben auch einblende. Und wenn ihr sozusagen ein Teil meines nächsten Vlogs sein möchtet, dann könnt ihr einfach jetzt eine Videofrage unten reinschreiben. Wie gesagt, den Begriff Videofrage auch in eurem Kommentar verwenden, weil danach filtere ich dann die Kommentare und dann seid ihr eben vielleicht im nächsten Video mit dabei. Das nenne ich mal ein Stück Kuchen, meine Hand im Vergleich. Es ist wirklich riesig. Bist du eine süße Maus? Bist du eine süße Mausi? Oh ja. Ich hatte mich heute spontan dazu entschieden, ein Food Diary zu machen, allerdings auf Instagram. Aber ich blende euch jetzt einfach mal hier ein, was ich so gegessen habe, bis jetzt sozusagen. Denn ich hatte ja im letzten Vlog meine drei Ziele angesprochen. Auch auf Instagram habe ich sie nochmal zusammengefasst. Das bedeutet, falls ihr letztes Mal nicht mit dabei wart, dass ich finanzielle Sicherheit erlangen möchte. Das heißt, mich einfach mit Finanzen befassen möchte und eine weitere Einnahmequelle schaffen möchte und dass ich mich wieder körperlich wohler fühlen will, was nicht heißt, dass ich jetzt mega abnehmen möchte, weil ganz ehrlich, das ist schon immer mein Leben lang, seit ich 10 Jahre alt bin, ein so schweres Thema für mich, dass ich mir vielmehr wieder zum Ziel setze, mich fit zu fühlen, weil dadurch bin ich letztes Mal automatisch zu meiner Wohlfühlfigur gekommen. Und jedenfalls bedeutet das, dass ich einfach ein paar Dinge, also bei der Ernährung, austausche, aber nicht, dass ich Diät machen möchte. Also viele haben mir auch geschrieben, ja, mach Low Carb und ich esse abends nichts oder ich lasse Süßes komplett weg, ich esse nur noch Gemüse, was auch immer. Das ist halt gar nichts für mich. Also Essen ist ja häufig auch eine ganz krasse psychologische Sache und für mich ist einmal, also ich esse gerne, wenn ich vor allen Dingen müde bin, wenn ich traurig bin, wenn ich frustriert bin und auch wenn ich mich belohnen möchte, also wenn ich sehr glücklich bin. Also eigentlich esse ich immer gerne und dann aber auch eben Dinge, die ungesund sind. Also ich belohne mich mit sozusagen etwas, was meinem Körper nicht gut tut. Das ist total seltsam. Es ist halt einfach emotionales Essen, hatte ich ja schon öfter angesprochen und ich habe es mittlerweile zwar durchschaut, aber kann und will mich dem nicht völlig verwehren, weil wenn man sowieso unter Schlafentzug leidet und sowieso gerade alles anders ist im Leben, das auch noch sozusagen aus dem Leben zu streichen und durchzuziehen, das schaffe ich einfach nicht. Da habe ich keinen Bock drauf, da würde ich mich psychisch fertig machen.
Deswegen werde ich einfach nur ein paar kleine Stellschrauben verändern. Und dazu zählt eben, habe ich letztes Mal ja auch gesagt, dass ich statt Schokolade, Kuchen und Erdnussbuttertoast als Zwischenmahlzeit morgens um 10 einfach eine Banane esse, um noch meinen Hunger rauszuzögern, bis ich dann Mittag essen kann. Und genau an der Stelle bin ich jetzt nämlich beim Mittagessen machen. Und normalerweise habe ich immer was Vorgekochtes von meinem Mann. Und da ist zu 90% Gemüse mit dabei. Ein Bestandteil, würde ich so sagen, zu einem Drittel vom Essen. Und da er aber jetzt nicht vorgekocht hat, weil wir gestern Abend eben nur was Schnelles gemacht haben. Außerdem werde ich auch häufiger gefragt, was Daisy zu essen bekommt. Und anfangs hatte sie Trockenfutter, das mochte sie aber irgendwann dann gar nicht mehr. Dann hatte sie auch so Schlechtessphasen während ihrer Läufigkeit. Und jetzt sind wir hierbei gelandet bei Real Nature Wilderness. Das kaufen wir bei Fressnapf, verschiedene Sorten. Auch vor allen Dingen das Blaue mit Lachs und so mag sie gerne. Und das Schöne an denen ist einfach, dass da nicht so viel Gelee dran ist, was ja auch wieder für Durchfall sorgen kann beim Hund. Deswegen, ja, kaufen wir die und die mag sie auch wirklich sehr, sehr gerne. Wir machen es uns jetzt gerade wieder hier im Wohnzimmer gemütlich. Lukas ist da unten in seiner Wippe. Und ich schaue jetzt eine Folge von Unbreakable Kimmy Schmidt. Ich mag die Serie super gerne, weil die so motivierend ist irgendwie. Also ich finde die einfach total cool, die Kimmy. Da habe ich immer gute Laune hinterher, wenn ich so eine Folge gucke und bin eben höchst motiviert. Und ich finde, es ist auch was, was ein Kind gut im Hintergrund mitkriegen kann. Da passiert nichts Schlimmes sozusagen. Und Lukas spielt mit seinem Knisterbuch. Ansonsten besuche ich heute noch Freunde von mir. Die habe ich jetzt seit Monaten nicht mehr gesehen. Da war ich, glaube ich, letztes Mal im 8. Monat oder so, wo ich die gesehen habe. Und die haben mittlerweile auch ein Baby bekommen. Und ja, wir sehen uns heute so als erste Mal. Also Luca lernt auch das Baby das erste Mal kennen und es ist total cool, weil die sind mit ihrem Büro auch umgezogen. Denn wir waren vorher im selben Bürogebäude und ich bin da jetzt schon länger raus und sie sind jetzt auch umgezogen und gar nicht so weit weg jetzt von hier. Das heißt, wir können nachher zu Fuß einen Spaziergang hinmachen mit Daisy natürlich und da freue ich mich schon sehr drauf. Oh, ich bin gerade so genervt. Oh Mann, ey. Es kann so schnell umschwanken bei mir von total motiviert und ich kriege alles hin zu jetzt gerade. Ich bin innerlich so, so aggressiv gerade. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß gerade gar nicht, was los ist. Irgendwie nervt es mich, glaube ich, einfach, dass ja schon so früh dunkel ist, dass ich ja gerade einfach nichts hinkriege. Mein Video ist noch nicht fertig, obwohl ich es gestern Abend extra geschnitten habe bis um 10, weil ich heute Vormittag nicht dazu kam und heute Nachmittag eine Freundin getroffen habe. Und es rendert es ewig an meinem, also verarbeitet ewig. Und dann wollte ich ein cooles Halloween-Foto noch machen mit einem Kürbis. Aber jetzt ist das Wetter so ultra beschissen gewesen. Mein Mann hatte keine Zeit, musste länger arbeiten. Und er ist halt die einzige Person, die mir helfen kann. Und mit, also hätte ich jetzt nicht Luca, hätte ich das auch, glaube ich, allein echt gut hingekriegt. Dann wäre ich halt mit dem Stativ irgendwie losgezogen. Hätte Daisy einfach zu Hause gelassen. Aber mit Baby geht halt einfach gar nichts. Ich konnte es nicht machen. Ich wollte einfach draußen ein cooles Bild machen, auch eben, ich habe schon die richtige Stelle gehabt, wusste genau, wie es aussehen soll und ja, klappt einfach nichts. Jetzt bin ich gerade am Runterkommen, ich habe jetzt auch gerade eine Banane gegessen, weil ich merke, dass ich unterzuckert bin, da werde ich immer zur Diva, wenn ihr die Werbung vielleicht noch kennt von früher. Ja, da werde ich ultra schlecht gelaunt und ja, dann ist Luca noch quengelig, die Daisy braucht ganz viel Liebe und ich habe mir jetzt gedacht, ich versuche jetzt einfach arbeitstechnisch abzuschalten. Ich will das Video jetzt gleich noch online stellen, wenn es fertig ist und dann aber werde ich nur noch ein bisschen Haushalt machen, damit ich was erreicht habe sozusagen. Das ist das Schöne am Haushalt. Ja, ja, da sind nämlich alle dann hinterher zufrieden. Ich bin zufrieden, weil ich was erreicht habe sozusagen und ja, das mache ich jetzt einfach. So, wenn ich schlecht gelaunt bin, heißt es, ich brauche Fast Food. Ich habe das zwar schon durchschaut, aber ich habe so Lust drauf und es passt jetzt einfach auch, weil alles wieder so lang dauert. Und ja, jetzt habe ich mir Burger geholt und meinem Mann und fahre es nach Hause und freue mich auf Essen und hoffe, dass Luca halbwegs schnell einschläft. Ich habe schon gehört, er hat die letzte Stunde, in der ich jetzt weg war, noch ein paar Sachen besorgen, nur geschrien. Bin sehr gespannt und werde mich auf jeden Fall wieder melden, dann morgen hoffentlich besser gelaunt. Heute ist der 31. Oktober, Halloween, aber
irgendwie kam ich dieses Jahr gar nicht so richtig in Stimmung. Normalerweise fange ich immer Anfang Oktober an mit gruseligen Serien, irgendwas mit Vampiren und drehe meine Videos so gruselig und dann ist Halloween und ich gehe da eigentlich nicht feiern oder so, aber schaue dann halt auch irgendwie einen Film passend dazu an. Und dieses Jahr, ja, während dem Alltag kam ich gar nicht dazu, mich da so richtig in Stimmung zu bringen. Aber immerhin habe ich ein cooles Video schneiden können dieses Jahr. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde jedes Jahr aufs Neue gefragt, ob ich eigentlich überhaupt Halloween feiere. Und tatsächlich habe ich das viele Jahre gefeiert bei mir zu Hause mit meinen Freunden. Da habe ich dann immer wirklich Motto-Party gemacht mit Verkleiden, habe alles dekoriert. Ich habe mit schwarzen Müllsäcken damals, also habe ich mir über Plastik noch keine Gedanken gemacht, die Wände beklebt, damit alles schön richtig dunkel und gruselig war. Habe Spiele gebastelt, da wo man in Schleim fassen musste und Aktionskarten rausziehen musste und so. Ich war da wirklich voll drin. Aber dann so mit, ich glaube, 24 ungefähr hat es sich verloren, weil ich dann fertig war mit der Ausbildung. Das heißt, der Freundeskreis hat sich dann verändert. Da war ich im Studium, da hatte ich dann niemand mehr, wo da so Bock drauf hatte. Und ja, aktuell habe ich das auch nicht. Aber natürlich in ein paar Jahren, ich denke, das wird gar nicht so lange auf sich warten lassen, kann ich für Luca und seine Freunde vielleicht solche Sachen machen. Natürlich dann nicht in extrem gruselig, klar. Aber so ein bisschen Motto-Party oder Geburtstag mit Verkleiden und so, hoffe ich, dass er da Bock drauf hat. Ja, und ansonsten hatte ich gestern so einen richtigen Down-Nachmittag irgendwie gemischt mit voll guter Laune. Also ich weiß auch nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, die Hormone spielen noch mit mir verrückt, aber ich kann nicht immer alles auf die Hormone schieben, weil ich glaube, da bin ich jetzt auch eigentlich schon über dem Berg. Wobei ich die Woche eigentlich auch wieder, wahrscheinlich too much information, aber meine Tage kriegen sollte. Und ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt mittlerweile Stimmungsschwankungen habe in der Zeit, denn das hatte ich früher mit der Pille nicht. Da hatte ich keine Stimmungsschwankungen. Also ist mir zumindest nie aufgefallen. Und ja, auf jeden Fall kann es dann passieren, dass ich innerhalb von einem Tag so Momente habe, wo ich denke, boah, ey, ich schaffe so viel, ich bin so stolz auf mich, ich kriege das alles hin, ich bin total motiviert, genau, Luca. Und dann, keine Ahnung, zwei Stunden später, dann passiert irgendeine Kleinigkeit, die halt nicht optimal läuft und die wirft mich dann voll aus der Bahn, weil ich mich sozusagen an meinen Strukturen so festhalte. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht flexibel bin, weil so uhrzeitmäßig habe ich keine Strukturen. Das hängt ja alles von Luca ab. Aber wie ich mit Dingen umgehe, also wenn er zum Beispiel schreit, was ich dann tue, wenn er Hunger hat, wie ich ein Fläschchen vorbereite, das sind so die Strukturen, die ich mir erschaffen habe, die mir einfach Halt geben im Alltag. Und wenn dann halt irgendwas kommt, was, ja, was ich nicht unter Kontrolle habe so richtig, dann kann es passieren, wenn ich damit dann nicht gut umgehen kann und das nicht irgendwie gelöst bekomme, dass ich dann kurz mal in so ein Loch reinfalle. Und gestern ging mir das so und dann habe ich auch sogar vergessen, mein Video noch fertig zu machen. Ich habe noch auf Instagram gesagt, oh, ich mache mein Video jetzt noch fertig. Und dann war wieder irgendwas und dann war 19 Uhr und ich habe gemerkt, shit, ich habe mein Video gar nicht hochgeladen. Und jetzt ist es auch zu spät, weil wenn ich es jetzt hochlade, dann sind schon wieder ganz viele am Essen und dann am Babys ins Bett bringen und dann vielleicht selber ins Bett gehen. Und dann bringt es halt auch wieder nichts von den Views, weil ich sowieso nicht mit so viel Views rechne bei dem Video, weil es halt ein Malvideo ist. Das ist wieder so ein persönliches Projekt. Aber ja, also jetzt gerade habe ich zum Beispiel auch voll die Stimmungsschwankungen während der gesamten Aufnahme, merke ich gerade. Versuche ich mal, die bessere Laune wieder rauszuholen. Und zwar kommt mein Mann heute viel früher nach Hause. Ich bin so froh, weil der hatte noch Überstunden. Und das heißt, ich kriege doch noch ein Foto hin mit dem Kürbis für Instagram. Das wollte ich so gerne machen. Und ich setze mich da nicht unter Druck, dass ich denke, oh, ich brauche ein Bild für Instagram an und für sich. Sondern ich habe einfach so Lust drauf. Und ich finde halt, nach Halloween macht das keinen so Sinn mehr. Und ich wollte das halt so gerne machen. Mal gucken, ob wir es noch hinkriegen. Bin da ganz guter Dinge. Und ich habe noch ein paar Sachen gekauft, die ich euch auch kurz zeigen wollte. Ach, die Kugeln sind übrigens hier von der Marke. Und dann habe ich auch noch ein neues Handtuch gekauft für Luca. Ja, Luca ist mittlerweile einfach viel zu groß für seine zwei ersten Handtücher, die ich ihm da gekauft hatte. Deswegen habe ich mir jetzt ein richtig großes geholt für Kleinkinder eigentlich schon. Und entsprechend freue ich mich sehr, dass ich das jetzt entdeckt habe und dass ich ihn jetzt richtig wieder schön einpacken kann. Was für eine Überleitung. Jetzt habe ich auch noch das hier geholt. Gerade das haben wir nämlich schon in Benutzung seit ein paar Tagen und ich bin so glücklich damit. Das ist eben so ein, ich glaube, Walk-Anzug, sagt man dazu. Ich habe ganz Zeit gedacht, was meinen denn die Eltern damit mit Walk-Anzug? Ich hatte ja keine Ahnung. Sowas hatte ich, glaube ich, als Kind nicht. Ist eben eine spezielle Verarbeitung hier von dem Material, sodass es schön schmutzabweisend ist und auch wärmend und wärmeregulierend.
Und ja, den habe ich entdeckt, gab es genau noch einmal in Grau, gerade in der passenden Größe, beziehungsweise ich habe das jetzt so weit umgekrempelt, da schauen die Fingerchen gerade so raus. Und an den Beinen ist es so, dass seine Füße im Prinzip hier enden und die einfach schön eingepackt sind. Das stört ja nicht. Und aber hier so Körpergröße passt schon, Mütze passt eigentlich auch schon soweit. Und da habe ich jetzt ein bisschen was investiert, aber es fühlt sich so gut an. Es ist so bequem, man kann so gut an- und ausziehen und Luca fühlt sich da drin auch sehr, sehr wohl. Ah ja, und da habe ich extra noch das Etikett aufbewahrt, um es euch zu zeigen. Der ist von dieser Marke hier. So, dann habe ich gestern noch ein paar Sachen besorgt. Und zwar, damit ich einfach auch mal rauskomme ohne Luca. Da war ich dann für ihn zwar einkaufen, aber der Papa hat auf Luca aufgepasst. Und da habe ich zum einen hier übrigens sein Lieblingskuscheltier gekauft, nochmal. Damit ich das andere mal waschen kann, weil es dauert ja 2 Tage oder so, bis es trocken ist. Und er kann ohne dieses Teil nicht schlafen. Und deswegen habe ich es jetzt ein zweites Mal gekauft, bevor es nicht mehr gibt. Die sind auch nicht teuer, kosten irgendwie 13 Euro oder so. Und das sind eben die Schafe von Solini. Die liebt er total. Die hatte er eben auch schon als ganz kleines Baby im Mobile, am Mobile dran. Und dann habe ich ihm ein Schal gekauft. Das ist eigentlich auch irgendwie, sieht es aus wie für Erwachsene oder halt für größere Kinder schon. Aber er hat einen großen Kopf und das habe ich gedacht, das passt auf jeden Fall zum Drüberziehen. Und ich kann ihm das hier dann so richtig schön hinkuscheln. Das ist einfach aus Vlies, finde ich perfekt, weil man das eben auch waschen kann. Ich hatte erstmal sowas gekauft aus Wolle, aber ich habe keinen Bock, das von Hand zu waschen. Deswegen jetzt aus Vlies. Und ich merke bei ihm, dass ich hauptsächlich alles in Blau kaufe, so dunkelblau. Ich bin ja so der Schwarztyp, aber ich finde Schwarz ein bisschen zu trist für ein Baby. Und deswegen habe ich das jetzt so in Kombination dann mit Grau immer bei ihm. Und ja, passend dazu, die muss ich mal anprobieren, ob die passen, habe ich dann kleine Handschuhe gekauft, auch aus Vlies. Und die haben auch einen sehr angenehmen Eindruck auf mich gemacht. Auch wieder da kann man gut waschen. Und dann habe ich ihm noch Säckchen besorgt. Die möchte ich ihm über seine normalen Socken drüber ziehen. Mit so richtig viel Anti-Rutsch quasi als Hausschuhe. Ich hatte auch Hausschuhchen in der Hand. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das wäre nicht das Richtige für ihn, weil er sehr viel mit seinen Füßen auch greift und macht irgendwie so. Also er stützt auch gern so die Zehchen irgendwo auf. Und das geht halt mit so Socken dann doch deutlich besser. Und damit kann er vielleicht auch so ein bisschen schon sich besser vorwärts robben. Und dafür übrigens habe ich dann auch nochmal extra eine Strumpfhose gekauft, weil Hosen habe ich keine guten gefunden, so richtig für zum Krabbeln. Und da hat er halt komplett am Fuß rundherum Grip, sage ich mal, und auch an den Knien. Und das würde ich ihm mal anziehen zu Hause, mal schauen, ob ihm das hilft, dann vorwärts zu kommen, weil er eben schon das Ganze probiert. Und ich habe ihm noch trotzdem zusätzlich eine Hose gekauft. Ich fand die mega, mega schön. Das ist echt meine absolute Lieblingsfirma, was Hosen betrifft bei kleinen Kindern. Das ist die Marke Fixoni. Davon hatte ich auch schon die Jogginghosen, die ich ihm sehr oft anziehe in Grau und Türkis mit dem Muster. Die, da werde ich auch so oft danach gefragt. Und ich mache es einfach so bei den Hosen, dass ich ihm das Ganze so anziehe, ohne das umzukrempeln. Dann sitzen die ein bisschen höher, halten aber viel, viel besser auch den Pullover und so weiter da drin. Und das ist jetzt tatsächlich schon eine richtige Hose und aus so leichtem Kordstoff, aber sehr angenehm, aber ein bisschen wärmer eben als alle Jogginghosen, die er bis jetzt hat und quasi auch schon so eine Ausgehhose sozusagen. Dann habe ich mir noch was gegönnt und zwar 2 neue Schlafanzüge. Da ist extra mein Mann morgens noch vor der Arbeit zu Aldi gefahren und hat mir die besorgt, weil ich habe einfach gemerkt, ich habe nur noch Schlafanzüge, in denen ich mich unwohl fühle. Die sind alle so ausgeleiert, teilweise zerrissen und da möchte ich definitiv jetzt ausmisten. Und da habe ich den hier entdeckt im Prospekt und habe mich sofort in den verliebt mit den rosa Leopardenmuster und es ist halt auch so schön kuschelig, aber nicht so dick. Und dann habe ich hier noch die Variante etwas schlichter und ich freue mich so mega darüber. Und ich habe jetzt auch größer genommen, weil bei Sportklamotten habe ich bei Aldi immer S, aber bei Schlafsachen, da darf das ruhig ein bisschen größer sein. Startled our eyes, we let go of disguise.
quasi fast im Dunkeln hier, deswegen filme ich jetzt gerade mit dem iPhone. Das macht dann doch nochmal besseres Licht. Ich bin hier gerade in meinem Halloween-Post noch mit dem Laptop auf dem Boden, denn mein Mann hat noch mit mir vorhin schnell das Foto draußen gemacht. Da waren wir alle eine Runde spazieren zusammen und haben das verbunden. Und Luca liegt jetzt noch hier, Daisy ist auch da und ich habe das jetzt hier alles noch geschwind hingekriegt und ich freue mich mega über das Bild. Das sieht so aus. Heute ist ja Feiertag und mein Mann ist auch zu Hause. Der ist gerade unten Wäsche holen und ich bin jetzt gerade hier in der Küche, mache uns eine Suppe, also nur eine Brühe und mit Klößchen drin. Und es ist schon 2 Uhr und ich habe heute noch nichts gemacht, denn ich habe mich tatsächlich vorher noch mal 2 Stunden hingelegt zum Schlafen, weil ich so müde war von heute Nacht. Weil er kam halt irgendwie jede Stunde und ist wach geworden. Und ja, jetzt sind wir hier alle wieder wach. Luca hat auch noch mal 2 Stunden geschlafen und ich hoffe, dass ich jetzt heute Nachmittag den Nachmittag noch gut nutzen kann. Ich will mich nur Sport machen, mich weiterbilden in Finanzen und Online-Kursen. Und das ist jetzt einfach mein Plan für heute. Ich bin jetzt schon in der Innenstadt, denn ich möchte nach der neuen Kamera gucken. Denn dadurch, dass ich jetzt hauptsächlich Vlogs eigentlich auf meinem Kanal mache, also es gibt es ja jetzt jede Woche, möchte ich da einfach mehr Spaß damit haben. Und die Kamera hier, mit der ich jetzt gerade filme, da stört es mich einfach, dass der Ton nicht optimal ist, dass man auch viel mehr rausholen kann. Und ich hätte auch gerne eine Kamera, die Zeitlupeneffekte machen kann. Deswegen bin ich jetzt mal hier in der Stadt vorm Fotogeschäft, vor der Ladenöffnungszeit sozusagen. Und ich bin sehr gespannt, ob ich was finden werde. Und ob man dann auch einen Unterschied sieht. So, ich bin wieder mittlerweile aus der Stadt zurück. Ich war auch noch Sport machen und Sachen einkaufen für Lukas zweiten Brei. Das heißt natürlich, hatte er in der Zwischenzeit schon häufiger Brei, aber die zweite Fuhre wird sozusagen morgen gemacht, dann wieder eingefroren. Dieses Mal weiß ich auch ungefähr, wie viel ich in die Becher reinmachen muss, damit nicht zu viel übrig bleibt. Und ich filme jetzt tatsächlich mit einer neuen Kamera, die habe ich mir gegen eine Gebühr ausgeliehen, weil die natürlich auch wieder was kostet, einiges. Und da ist es doch mal ganz sinnvoll, sowas vorher zu testen. Ich bin sehr froh, dass unser Fotogeschäft sowas anbietet und ehrlich gesagt bin ich gerade überhaupt nicht glücklich mit der Kamera. Schon allein, wenn ich das Display hochklappe, wie man es halt so tut, wenn man vloggt, dann sehe ich die ganzen Einstellungen nicht mehr. Die sind unten am Rand vom Display und es verschwindet komplett hinter der Kamera sozusagen. Also ich sehe gar nicht, was ich einstelle. Was ist denn das für ein Bullshit? Also, Entschuldigung, wer hat sich so ein Scheiß überlegt, beziehungsweise nicht drüber nachgedacht und nicht ausprobiert, testen ihre Geräte nicht. Also, Entschuldigung. Naja, und auch ansonsten weiß ich auch nicht, komme ich überhaupt nicht klar mit der Steuerung und so. Also, ist natürlich auch Gewöhnungssache, aber ich denke immer so, wenn ich mir was Neues kaufe, dann möchte ich ja eine Versteigerung und glücklich sein und mich drüber freuen und es gerne benutzen, weil das ist ja der Sinn hinter der Sache, dass ich nicht nur ein Technik-Upgrade habe, optisch und tontechnisch, sondern auch, dass ich wieder mehr Spaß dran habe. Und momentan ärgere ich mich nur darüber. Ich bin sehr froh, dass ich sie nicht direkt gekauft habe und wahrscheinlich werde ich jetzt wohl doch noch bei meiner alten Kamera bleiben. Jetzt habe ich doch wieder zur alten Kamera gewechselt, weil es mich so genervt hat, gerade die ganze Einstellung und wie das Bild aussieht. Oh. Naja, wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr sehr gerne in meiner Playlist hier oben reinschauen für weitere persönliche Videos und hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch nichts von mir verpasst, denn jeden Sonntag kommt ja mittlerweile ein Weekly Mama Vlog und unter der Woche immer mal so ein bisschen Abwechslung, da probiere ich mich noch so aus, kann man sagen, und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!